Allerdings, und im weitestgehenden Sinne sind wir schon beim Thema. Schönen guten Morgen. Dann kann Jenny ich nicht mitteilen. Es geht nicht um Hintern. Nein, wir wollen nicht über den Hintern sprechen, um Gottes Willen, auch nicht über meinen. Nein, wir wollen über so die kleinen Leidenschaften sprechen, die ja jeder von uns so hat, um die Guilty Pleasures. In deinem Fall ist es das Trash-TV. Wie wir alle wissen, du bist versierte Seherin von Promi Big Brother beispielsweise, ordnest das für uns ja hier auch immer ein, guckst auch gerne Die Alm oder andere Formate, die es so in der deutschen TV-Landschaft zu sehen gibt. Jeder hat eine Meinung dazu. Also eigentlich guckt man das nicht oder wenn, dann nur heimlich. Aber anscheinend schauen ja Millionen von Menschen diese Sendung. Und, bewiesenermaßen, ja. Ja, und ich muss dazu sagen, also als der Buchverlag auf mich zukam und sagt, so, ja, hast du irgendeine heimliche Leidenschaft, irgendwas, was verboten gut ist, worüber man schreiben kann, dachte ich erst so, naja, so 3, 4 fallen mir ein, die sind aber nicht jugendfrei. Also nehmen wir Reality-TV. Trash-TV, auch gern genannt. Das ist ja allein schon diese Bezeichnung. Ja? Das ist ja Müllfernsehen. Das impliziert ja eigentlich den geneigten Zuschauer, das ist Mist. Aber wir schauen das alle gerne, also ich jedenfalls. Und ich stehe dazu. Und mit großer Leidenschaft habe ich dieses Büchlein geschrieben. Da sind sehr viele Formate drin, die beschrieben werden. Die Protagonisten natürlich. Wie kann man das gewinnen? Was nervt auch manchmal an diesen Sendungen? Also mich nervt zum Beispiel aktuell immer in den letzten Staffeln, die ich so geguckt habe, dass es immer diesen Spruch gibt, oh, die ist fake und nicht real. Da kriege ich wirklich so ein leichtes Würge. Ich verstehe, was du meinst. Du sagst ja auf deinem Buchcover Trash-TV verboten gut, sagst du, das ist nichts weniger als die tägliche Dosis des ganz normalen Wahnsinns. Ja. Eine Frau, die das sehr, sehr gut kann, ist Melanie Müller. Auch die fast, der Melanie Müller, von der kennen wir alles. Und das ist das auch das Besondere und der Zauber, finde ich, an diesen Sendungen, dass wir Zuschauer auf einmal eine Bindung haben zu Menschen, die wir vielleicht ehrlich gesagt sonst gar nicht kennenlernen wollten. Mhm. Und da auch mal eine andere Seite sehen. Auf einmal entdecken wir da etwas, was uns berührt. Weil das kann diese Art von Fernsehen in eine Emotion wecken. Also es ist uns nicht egal. Das heißt, wir diskutieren drüber, wir lästern drüber, wir weinen mit, wir lachen mit oder regen uns auf. Und Melanie hat eben ganz klar gezeigt, dass sie auch vor allen Dingen auch ein Profi ist, was diese Branche angeht. Ja, sie weiß ganz genau, okay, welche Trigger zu setzen. Genau, dieses Taffe, dieses ganz Starke, das habe ich schon gezeigt. Sie hat eine verletzliche Seite gezeigt, das habe ich ihr auch abgenommen. Und vor allen Dingen hat sie sehr gut unterhalten. Ganz einfach, es ist gute, bunte Unterhaltung. Du sagst es gerade, Unterhaltung. Es gibt noch so einen Profi, muss man sagen. Jörg Dreger ist quasi zurück im deutschen Theater. Einfach empathisch war, lustig war, auch mal seine Meinung gesagt hat. Und das, wie gesagt, das finde ich eben auch so spannend, dass man sich so, wenn man sich als Zuschauer darauf einlässt, dann willst du das auch jeden Abend gucken. Also ich bin da immer ganz fasziniert. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, wer mir so am allermeisten im Gedächtnis geblieben ist, ist meine ehemalige Fußball-Kommentator-Ikone Werner Hansch, mit dem ich ja groß geworden bin damals. Ah, und der hat einfach wirklich die Zuschauer auch eben abgeholt und der war so emotional und das fand ich wirklich großartig und das ist eben auch das Spannende, du lernst die Leute kennen, die du vielleicht vorher gar nicht kanntest, das gibt es nämlich natürlich auch immer, jedes Jahr das Gleiche, dass ganz viele sagen, oh Gott, das ist doch gar kein Promi, aber danach lieben wir sie. Ja, und ich finde, eine, die das auch immer wieder schafft, ist Katja Krasavice. Da muss ich sagen, da sind ja das, also so Vorurteile waren ja unglaublich viele vorhanden, wenn es um Katja geht. Und auch die hat, finde ich, der breiten Masse gezeigt, dass das eine ganz normale, in Anführungszeichen, ich fand die ganz zaubernd, ne? Und sie hat das auch sehr geschickt gemacht. Mein Sex Sells, das ist ja auch immer dabei. Also immer ist ein zeigefreudiges Mädel dabei. Und sie war aber so süß dabei. Sie und hat sympathisch. Genau, ne? Und sie hat diesen tollen Spagat geschafft, dass man auch als Frau sagte, ja, mag ich, finde ich toll. Also ich fand sie entzückend. Also unbedingt mal reinlesen hier in dieses wirklich süße kleine Büchlein Trash-TV verboten gut von Jenny Elvers. Viele Tipps dabei für die, die schon immer mal in so eine Sendung gehen wollen. Und keine Bilder, es ist viel geschriebener Text. Und mit sehr viel Humor. Wollte ich gerade sagen, mitten im Augenzwinkern. Jawohl. Vielen, vielen Dank. Da lachst du die Marlene. Ich muss mich festhalten mit meiner Hose. Ich rutsche sonst von der Couch. Beim nächsten Thema bist du eigentlich auch schon wieder dabei. Ich kann gerne bleiben. Ja, gerne. Es geht darum, wenn man etwas anhat und dann kommst du aber nicht mehr, vor allem nicht mehr alleine raus. Wir sehen gleich eine Frau, der das passiert ist. Ist dir schon mal so gegangen? Der mir nachher hilft. Du hast aus der Hose, Hilfe, ja. Genau, du hast Hilfe, hast ein schönes Kleid an und dann bist du alleine im Hotelzimmer und kommst nicht raus. Kleiderbügel.
Reißverschluss geht mal, wirklich ganz gut mit dem Das sage ich meiner Frau jetzt immer, wenn sie mir sagt, kannst du mir mal einen Reißverschluss zumachen oder aufmachen? Dann frage ich mal, wie würdet ihr alleine überleben? Kommt sehr gut an. Diese Frau hatte keinen Kleiderbügel.